San Francisco sah weniger wie eine Stadt aus und mehr wie eine Bestie, die alles verschlingen wollte, selbst sich selbst. Innerhalb der immer weiter expandierenden Stadt gab es große dampfbetriebene Bohrer und Grabemaschinen, die die Hügel platt machten. Straßen begradigten und Nachbarschaften reformierten. Naja, also halt neu aufgebaut haben. Und der ganze Kram, den sie da abbauen, wird einfach in die Bucht geschmissen. Naja, hat man mehr Land dann, ne? Ich ging ja nach Chinatown zum Essen. Da gibt es bestimmt irgendwas Leckeres. Zum Beispiel. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Route von Burlington, aber eigentlich brauchen wir gar nichts. Wir fahren eigentlich direkt heute ab. Ich schaue mir die Menschen an. Mit Menschen kriegt man vielleicht irgendein cooles Event. Eine große Gruppe Männer steht herum und raucht und trinkt grünen Tee. Und sind generell froher Natur. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich bin um mehr als die halbe Welt gereist. Was soll da ein bisschen mehr Fremdness in einem fremden Ort wie Amerika? Ich gehe auf einen älteren, europäisch gekleideten Mann zu. Vielleicht hat er eine Route nach Europa für uns. Er bietet mir grünen Tee an. Sie sind gut angezogen. Ein schönes Jackett. Er lacht. Viele seiner Freunde sagen: Lin, du sprichst mit Fremden, du trägst ihre Kleidung, und ich sage zu ihnen: Ich bin jetzt Amerikaner und du auch. Der andere da hat total veraltete Frisur. Und es gibt was? Es gibt ein Gesetz dagegen? Ha? Was für ein seltsames Gesetz. Warum gibt es denn ein Gesetz dagegen? Ach so, man muss die alte Kultur liegen lassen und wir sind jetzt Amerikaner. Warum machen die denn so ein Gesetz? Sie wollen, dass alle hier gleich werden, sozusagen. Je schneller, umso besser. Na toll, klingt ja jetzt nicht so geil. Ich werde mal nicht das Fishingboot nach San Pedro, sondern die Eisenbahn nach Burlington. Moment. Stand doch eben wieder. Stand da nicht irgendwas von 18 Days gerade? Ah, für Chicago, okay. Das hier kommt Montag an. Ich glaube mal dran, dass das diesmal stimmt. So, ich negotiate. $400 haben wir fürs Ticket. Und jetzt haben wir den auf 5 p.m. beschleunigt. Dann heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Exploren. Und wir hätten ein bisschen Zeit für den Markt. War ich schon auf dem Markt? Habe ich ganz vergessen. Ich würde dann einfach mal zuerst auf den Markt gehen, denke ich mal. Nee, erstmal Explore. Das geht nämlich sofort. Ach so, neue Routen. Nach Gastowin. Ich schaue mir mal die Long Bridge an, die vor kurzem erst gebaut wurde. Voll von Familien, die einen Spaziergang machen und Leuten, die nach Silber fischen. Im Wasser? Warm. Ruderboote, die ein Wettrennen fahren. Oder um die Wette fahren, um möglichst viele Passagiere nach raus auf Mission Rock zu bringen. Ah ja, es scheint ja hier alles ein spaßiger Mittwoch zu sein. Ich schaue mir mal das Halfway House an, was auch immer ein Halfway House ist. Man kann sich da betrinken. Okay, na gut, warum nicht? Ein
schon etwas betrunkener Mann stupst mich an. Hoffentlich klaut er mich nicht. Ich bin mal höflich. Wir sind ja immerhin ein höflicher Diener. Oh, hallo. You don't sound like you are from around here. You don't sound American either. No matter. I was Dutch once in a past life, but now I am as American as President Grant. This is a land of newcomers. You are the prospector? Sorry, ich rede das gerade auf Englisch. Ich wollte eigentlich übersetzen. Ich bin ein Magier. Ein Magier? Zeig einen Trick. Wir haben Karten dabei, ja? Ha? Ein alter, guter Kartentrick. Die Herz 8. Und das beeindruckt ihn natürlich, dass wir seine Karte gefunden haben. Wie habe ich es gemacht? Simple Antwort. Magie. Eine braunhäutige Frau hakt sich bei ihm ein. Ich schaue mal, ob er mich vorstellt. Er ist anders und das ist seine Frau, Jenny. Okay, okay. Freut mich, euch kennenzulernen. Ein Handkuss. Das überrascht sie. Das ist wahrscheinlich nicht so Usus hier in Amerika. Es ist gerade schwer zu übersetzen hier. She looked askance at the whiskey flask in his hand, but seemed to find me unobjectionable. Achso, unobjectionable. Also, ich bin nicht kritisch beäugt hier, nur die Whiskyflasche in seiner Hand. Okay. Ich will jetzt nicht unhöflich sein in Amerika. Ich stelle keine Fragen, aber sie hat schon erkannt. Sie ist vom Modoc-Stamm. Ein Indianer. Oder eine Indianerin. Tja, ja. Warum ist sie denn nicht bei ihrem Reservat in Oregon? Ah, sie hat ihren Stamm verlassen. Hat sich in anders verliebt. Frauen verlassen ihre Familien für ihre Ehemänner. Na gut, na gut. Der flüstert ihr irgendwas ins Ohr, sie lacht. Ich gehe mal wieder zurück zu unserem Herrn Fogg, der einen Tee trinkt, der nach Seife schmeckt. Ich würde mal sagen, da ist vielleicht Koriander drin. Okay, schnell zum Markt. Ich war hier schon, oder? Ja. Dallas, New Orleans, Acapulco, Chicago, Houston, Regina, Dusty Road Set. Der Traveling Cloak ist hier wertvoll. Und das Bestechen habe ich ja schon gemacht. Das müsste ich doch jetzt verkaufen können, oder? Achso, ist der hier überhaupt wertvoll? Ah, ich weiß nicht. Ich behalte ihn mal lieber noch. Pacific Timetable brauche ich sicher nicht mehr. Eine Smith & Wesson Revolver. Acapulco, Dallas, New Orleans. Ah, New Orleans vielleicht. Dallas, kommen wir durch, ne? Ich kauf's mal. Ist auch recht teuer. Und das Dusty Road Set. Warum nicht? Das kostet jetzt wirklich nicht viel. Wachszylinder. Chicago, Houston. Chicago könnte mal vorbeikommen. Oh, ich muss los. Mein Zug fährt ab. Den darf ich nicht verpassen. Das wäre fatal. Tschucke, 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 tschucke. Gerade rechtzeitig abgefahren. Nein. Glück gehabt, dass wir gerade rechtzeitig angekommen sind in San Francisco, um mit dem noch nicht fertiggestellten Transcontinental Express bis Burlington zu fahren. In 5 Tagen. Mit nur ein paar Stops auf dem Weg. Dann rede ich doch mal. Vielleicht hätte ich Dallas auswählen sollen, dass ich da auch eine Pause habe und auf den Markt kann. Aber vielleicht wird er den Zug weitergefahren. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Macht ihr eine längere Pause in Dallas? Okay, erzähl mir was über Burlington, mein Freund. Ich würde gerne von Burlington irgendwo Nützliches hinkommen. Und zwar... das ist alles nicht nützlich. Cheyenne. Na, nicht möglich.
Aber was? Hast du keinen Plan, wer dein Vater, mein Vater ist? Was? Verzeihung, ich habe nicht. Hey, wer ist der Kerl? Was? Wovon redet der nur? Burlington, Omaha. Albuquerque ist vollkommen ein falscher Weg. Burlington, New Orleans. Erzähl mir was über New Orleans. Schon wieder abgeschnittene Texte. Das ist irgendwie, das ist blöd. Von New Orleans nach Miami wäre auch eine Möglichkeit. Miami ist an der Küste. Da müsste man mit dem Schiff weiterkommen. Hier, nimm Dominos. Und dann erzählen wir nochmal was über New Orleans. Ich will aber nicht von New Orleans nach New York. Das ist so weit. So weit. New York. New York, New York, New York, New York, New York. Alles blöde. New York, Toronto. New York, Dallas. New York, Dallas. Das ist die Rückreise möchte ich eigentlich. Miami. Kommen wir von Miami nach Havanna? Oh, ich will doch nicht nur nach London. Also wir kämen nach Havanna. Da will ich nicht hin, aber im Moment käme. Können wir uns für die Zukunft merken, für den nächsten Versuch. Havanna nach Port Royal. Klingt alles doof. Port-au-Prince? Wo ist denn das nochmal? Er muss weg. Okay. Havanna, Miami. Und das war alles. Mehr haben wir nicht gefunden. Ach, das ist enttäuschend. Wir müssen wohl doch über New Orleans. Der erste Tag an Bord war schon ganz in Ordnung. Amerikanische Züge konnten natürlich nicht mit ihren europäischen Gegenstücken mithalten. Aber es war ganz amüsant zu sehen, wie sie es versuchen. Pullman's Palace Sleeping Cars, sagt ein Poster, aber es waren eher so Viehcontainer. Wenn das Vieh ein bisschen besser gestellt ist. Wir trinken kühles Bier und fahren durch die Wüste. Und ich schau mal nach draußen. Und frage mich, ob wir hier jemals Siedlungen und Städte erbauen werden. Scheint unwahrscheinlich. Müsste es in der Zeit nicht schon Städte geben in der Gegend? Na gut, in der Wüste vielleicht nicht. Okay, unsere Mitpassagiere sind Gold- und Silberprospektoren und Farmer aus allen Ecken der Welt, Mormonen, Missionare, Soldaten. Und all der Kram. Eine junge schwarze Frau mit einem Bonnet, ist das eine Kopfbedeckung? Ich glaube schon. Und einem ansteckenden Lachen. Die grinnt sich mal an. Ihr Name ist Diana. Und sie trifft ihren Ehemann in Cheyenne. Der hat in New York gearbeitet, aber New York ist nicht mehr sicher. Sie haben genügend Geld, um weiterzureisen oder woanders hinzuziehen. Warum ist es nicht sicher in New York? Oh, es gab Riots. Ja, Ausschreitungen. Aha. Wir haben die Wohnung von Schwarzen niedergebrannt und ihr Ehemann fühlt sich seitdem nicht mehr sicher. Kann ich irgendwie verstehen, ja? Aber jetzt in Cheyenne wird alles besser werden. Wo kann man denn sonst hin? Nicht nach New York. New Orleans! Mit dem Paddelboot den Mississippi runter aus Burlington. Aha, die Route haben wir doch schon, oder? Aber New Orleans ist auch gefährlich auf ihre eigene Art. Wir reden ein bisschen, während wir uns Salt Lake City nähern. Wir sehen zu, wie Passagiere aussteigen. Und dann fahren wir aber einfach durch, genau. Kamen wir überhaupt durch Dallas? Dallas ist hier. Nee, Omaha. Dallas war weiter drüben. Das hatten wir gar nicht. Da hatten wir gar keine Route hin. Ne, das kann ich ja jetzt auch hier nachschauen. Dallas ist
Wo ist denn der Last? Ah, da unten ist das. Ah, ja. Da kommen wir gar nicht durch. Okay. Okay, die Diana sollte dann jetzt ausgestiegen sein, oder? Nee, Quatsch, wir sind gerade durch Salt Lake City durch. Die steigt erst noch aus. Okay. Aber trotzdem ein anderer Passagier mit einem Schnauzbart und einem perfekt sitzenden Anzug. Er spricht mich an. Und ich lasse ihn vorbei in die Toiletten. Aber er hat mehr Interesse, mit mir zu reden. Felix Granger. Und ich bin ein Puzzle, was? Das verstehe ich nicht. Ich? Ein Puzzle? Er fragt mich, wie ich auf die transkontinentale Eisenbahn gekommen bin. Und er vermutet eine Geschichte dahinter. Der will doch auf irgendwas hinaus. Was hat der vor? Ist das ein Journalist? Ist es ein Dieb? Ist es vielleicht ein Wettgegner, der uns aufhalten möchte? Der könnte natürlich umgekehrt um den Planeten gereist sein, uns entgegen und uns... Naja, nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich konfrontiere ihn. Ich möchte wissen, was hier los ist. Ein Pinkerton Agent. Ich kenne ein bisschen über die Pinkertons, eine Detektivagentur, die auch schon von Abraham Lincoln selbst verwendet wurde im Civil War. Was macht er denn hier? Oh, was? Er ist hier, weil der Bandit Jesse James den Zug ausrauben will? Oh nein, das klingt nach Event und nicht nach gutem Event. Jetzt sind wir in Cheyenne. Da dürfte die Diana aussteigen. Und der Agent auch. Achso, der steigt nur aus, um mit einer Frau zu reden. Na gut. Zum Mittagessen frage ich mal einen der Prospektoren über... Was? Esther Hobart Morris? Die erste weibliche Richterin in ganz Amerika? Okay. Achso, das ist die. Ah, das ist die, mit der der Agent spricht. Okay, verstehe, verstehe. Omaha, hier hätte ich Dinge zu verkaufen, aber ich glaube nicht, dass ich hier von Bord gehen möchte. Oh, da kommen die Banditen, so wie der Pinkerton es vorhergesagt hat. Sie haben Baumstämme auf die Schienen gelegt und stoppen den Zug und kommen dann mit Pistolen und Säbeln an Bord. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass der Agent da wenigstens gute Verteidigungsmaßnahmen eingeleitet hat. Aber scheint nicht so, ne? Typisch, er ist nirgendwo zu sehen. Ich schau mal meinen Herrn Fogg an, der ein Glitzern in den Augen hat. Und er wünscht sich, diesen Banditen nicht nachzugeben. Denn er respektiert das Gesetz. The name is Jesse James. Now you give me everything you got. Oh, der Säbel wird an meine Kehle gehalten. Ich habe natürlich all unsere Besitztümer bereits versteckt. Wegen der Warnung des Agenten. Und er darf gerne unsere Sachen durchsuchen. Jetzt bedroht er unseren Herrn Fogg. Ich sorge mich, wie er wohl antworten wird. Er möchte, dass der Bandit seinen Säbel senkt. Ich möchte mir das gerne anhören, was Monsieur Fogg da macht. Ich kann immer noch eingreifen, wenn es eskaliert. Sollen wir wieder einen Helden machen und ihn niederschlagen? Oder vielleicht kommt der Pinkerton.
Ach, beim letzten Mal, das Niederschlagen hatte ich schon mal und ich möchte jetzt was anderes probieren. Ich mach mal, I saw movement in the corner of my eye. Genau, da ist der Pinkerton. An der Seite des Zuges. Er gibt mir zu verstehen, dass ich leise sein soll. Und Monsieur Fogg steht auch im Angesicht des Schwerts oder des Säbels, der auf ihn gerichtet ist, immer noch starr da. Er sagt, er hat für sein Land geboxt. Oder sein County. Wie ist das denn? Ein County in Deutsch? Deutsch? I don't know. So eine Region in England eben. Ich bedecke meine Augen. Ich kann nicht zusehen. Aber im selben Moment kommt eine Gruppe Soldaten zusammen mit dem Agenten hinein. Und Jesse James wird verhaftet. Ich beobachte, wie er abgeführt wird. Und Felix dankt mir, dass wir ihn aufgehalten haben einige Zeit. Sehr schön, gut gemacht, Monsieur Fogg. Und gut, dass ich meine Ruhe bewahrt habe. Wenn man da eskaliert, ich weiß gar nicht, ob wir sterben können, auch ob das Spiel quasi als Game Over enden kann, indem wir uns hier umbringen lassen. Aber ich vermute mal nicht. Die Dampflok fährt wieder an und wir sind auf dem Weg. Ein paar Stunden später erreichen wir Burlington und sind froh, dass wir in einem Stück ankommen. So. Es ist schon spät, ich werde zum Markt gehen und mal kurz gucken, was es hier gibt. Brazilian Snuff, Railway Whistle. Das ist günstig, das kaufe ich mir. Verkaufen will ich hier nicht wirklich was. Nichts, was als wertvoll markiert ist. Dann möchte ich ein bisschen exploren. Vielleicht hätte ich negotiaten können und direkt jetzt noch abfahren, wenn er in Zug um 5 oder so fährt. Habe ich gar nicht gecheckt. Nicht mal versuchen sollen. Naja. Aber ich hoffe immer noch auf eine Direktroute nach New York. Mit was auch immer. Eselskarren meinetwegen. Oder ein mechanischer Vogel. Das wäre doch toll. Burlington saß an dem Westufer des Mississippi und ist ganz schön groß geworden. Die Konstruktion der Burlington Eisenbahnstraße hat einen Zulauf von chinesischen und irischen Arbeitern in der Stadt verursacht, wo viele von ihnen tranken und für Ärger sorgten. Wisst, die Stadt sticht heraus in meiner Erinnerung als der Ort, wo ich ein Shirt für Mr. Fogg kaufte und sofort verbrannte. Was? Ah, mit einem Bügeleisen. Okay. Ich hab's mit Absicht gemacht. Es war ein furchtbares Shirt. Überhaupt nicht für ihn geeignet. Non, je ne regrette rien. Natürlich haben wir keine Route gefunden, das war ja klar. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist nach New Orleans in 4 Tagen. In 3 Tagen, in 2 Tagen. Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich eh nochmal Geld, um über den Atlantik zu kommen. Das heißt, ich hätte eigentlich zur Bank gehen sollen, nicht Depp. Ach, wir haben Sonntag, ist ja noch schlimmer. Jetzt übernachten wir erstmal. Ja, 77 Tage. Wir haben es noch nicht mal zur Küste geschafft. Okay. Ich gehe erkunden, weil ich hoffe immer noch auf eine bessere Route. Ich treffe einen fröhlichen Iren, der sich mit einem Schneider streitet, wovon ich einige Details über die Zuwanderung lernte. Tag 77. Wir haben nur noch 100 Stunden, um heimzukommen. Unmöglich, sage ich, unmöglich.
Also, der könnte morgen abfahren. Kostet auch nichts extra. Dann könnte ich noch einmal Geld einsammeln hier. Na, wie viel Uhr fährt der? Spät. Spät abends, ja. Das ist gut. Dann würde ich zur Bank gehen. Markt habe ich gerade schon gemacht, ne? Markt war ich gerade schon. Ja. Warum macht denn die Bank so spät auf hier? Das ist ja furchtbar. Zur Bank. Oh, hier gibt's mehr Geld. 1000 morgen früh. Das ist gut. Ja, das machen Dann negotiaten wir mal mit dem New Orleans-Typi, dass wir hier morgen abfahren können. Und ich habe schon wieder nur noch die Option auf Hotel. Ich kann nicht mehr erkunden. Ja, ich glaube, viel mehr können wir ja nicht machen hier. Ich gehe nochmal zum Markt. Möchte ich das hier kaufen? Nein. Möchte ich irgendwas verkaufen? Wir gucken mal. Was ist denn nicht mehr wertvoll hier? Das kann ich ja gar nicht sehen. Recuperation Set, Seafarer können wir noch brauchen. Railway Man, sicherlich. Cold Climate, das brauchen wir sicherlich nicht. New Orleans können wir noch durch. Dusty Road können wir noch brauchen. Spielkarten. Snuff haben wir eh schon. San Pedro kommen wir sicher nicht mehr hin. Heavy Storm können wir brauchen. Pyongyang kommen wir sicher nicht mehr hin. Dominos können wir immer brauchen. Der Cloak, der Top Hat und die Railway Whistle könnte man alles nochmal brauchen. Okay, und dann übernachten wir hier. Ich werde ein bisschen mit dem Hotelier reden. Der schnellste Weg nach Atlanta ist durch New Orleans. Okay. Ach, es gibt einfach nichts Besseres hier. Es gibt keine gute Route. Das ärgert mich, dass man von Burlington nicht gut wegkommt. Eine Route von Burlington nach New York wäre einfach genial. Na gut, ab nach New Orleans. Achso, halt, stopp, 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 stopp. Zur Bank. Erst zur Bank. Gut, das war wichtig. Das Geld brauchen wir. Das darf ich nicht vergessen. Und dann Abfahrt. Mit der Dark Queen. Ein Dampfschiff auf dem Mississippi, die auch dafür bekannt sind, dass sie katastrophenartige Boiler-Explosionen haben. Naja, ich denke mal, wir haben Glück. Es wird schon nichts Schlimmes passieren. Aber ich fürchte, wenn wir da ankommen, dann sind die 80 Tage rum. Man sieht ja, wie langsam dieses Schiff hier fährt. Okay, reden wir mit einer Dame, Mademoiselle Greenwood. Nach New York. Ich möchte eigentlich nur wissen, wie ich heimkomme. Von New York nach London. Wir haben noch keine Timetable für den Atlantik. Kriege ich die irgendwo? An der Küste vielleicht dann. Das ist alles inneramerikanisch. Ponta Delgada, keine Ahnung, wo das ist, aber also ist das vielleicht Spanien? Unser Kapitän ist arrogant? Nein. Caracas, das ist Venezuela. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass das nicht geht. Erzähl mir was über New Orleans. New Orleans nach. Ach, alles nutzlose Routen. Alles nutzlose Routen. Miami. Nein. Vielleicht gibt es von Miami eine Route. Nach London. Ah. Oder Atlanta? Atlanta liegt aber nicht am Meer. Wenn ich mich jetzt nicht irre.
Lenta nach Marrakesch, ja, da gibt's ganz sicherlich was. Through Port-au-Prince. Marrakesch, Marrakesch. Also wir haben eine Miami-Atlanta-Route gefunden. Die geht dann von Miami nach Atlanta oder umgekehrt? Okay, wir haben hier jedenfalls Glücksspieler. Das ist doch ein Metier, wo sich Passepartout durchaus auch wohlfühlen wird. Der mag doch auch ein bisschen Spiele. Oder zumindest ich mag Spiele. Würfelspiele, Kartenspiele. Betrüger und krumme Gestalten sind hier am Werk. Ein Narr und sein Geld sind schnell getrennt. Habe ich jetzt Geld gemacht? Nee. Oder habe ich Geld verloren? Oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Naja, egal. Wird schon passen. Aha, Captain Latour macht eine Wette, dass er uns nach New Orleans in 3 statt in 4 Tagen bringen kann. Ah, das klingt ganz gut. Wir könnten einen extra Tag gebrauchen. Oh, nicht, dass dann der Boiler explodiert. Ich wette mal 100 Pfund darauf. Ich bin gespannt. Oh, der 80. Tag. Kommt kein Kommentar jetzt? Ich dachte, da kommt jetzt ein Kommentar von Monsieur Fogg. Naja. Captain Latour befiehlt der Band, eine Musik zu spielen und bringt die Crew dazu, schneller zu arbeiten, die Engine an ihr Limit zu treiben, die Kohleschaufler schaufeln und die Crew der Dark Queen sieht kompetent aus. Aber das Schiff beginnt Geräusche zu machen. Ich schaue mir mal die Vorbereitungen an. Bei Sonnenuntergang sind wir in New Orleans. Naja. Sagt er, als plötzlich etwas ein kreischendes Geräusch macht und Dampf kommt aus einem Riss im Metall. Und dann explodiert der hintere Boiler. Das gesamte Schiff wird erschüttert und die Seeleute schreien und brennen. Es ist die Hölle. Die buchstäbliche Hölle. Wir haben an diesem Tag nicht New Orleans erreicht und fragten uns, ob wir es überhaupt jemals würden. Als wir uns schlafen legten, murmelt Monsieur Fogg: Heute ist Tag 80. Passepartout. Wir haben versagt. In der Tat. Das ändert nichts. Wir müssen immer noch nach Hause, so schnell wie möglich. Kein Seemann starb gestern, obwohl sich manche wünschen würden, sie wären gestorben. Captain Latour, der hoffentlich was gelernt hat aus seinen Fehlern, organisiert Boote, die die Seemänner zu Ärzten bringen. Monsieur Fogg und ich sind immerhin nicht verletzt worden, aber es gibt keine Musik und kein Gelächter mehr an Deck. Kriegen wir wenigstens unseren Wetteinsatz? Das hoffe ich mal. Ja, sogar die Glücksspieler spielen in respektvoller Stille. Wir kriechen nur so voran, mit nur 2 der verbleibenden Boiler befeuert. Und ich muss den Leuten doppelte Bezahlung versprechen, damit sie überhaupt irgendwie arbeiten. Wie konnte das nur passieren? Captain Latour hat sich auf eine Wette eingelassen. Das ist alles.
Dieses Mal hat er verloren. Ich bin sprachlos, wie kaltherzig er sein kann, wenn man an die Schreie der Seemänner denkt. Passepartout, wir alle müssen spielen oder wetten. Der einzige Unterschied liegt in unserer Berechnung der Wahrscheinlichkeiten. Kommen in New Orleans an, die Sonne liegt tief am Himmel und die französischen und spanischen Villas werden von ihr in ein sanftes gelbes Licht getaucht. Captain Latour kommt, um uns zu verabschieden. Ja, er gibt uns unseren Wettgewinn von 100 Pfund. Und sagt, diese Wette hat ihm gelehrt, vorsichtiger zu sein. Und wir sollen doch vorsichtig in New Orleans auch sein. Okay. Ich nehme das Geld allein nur deswegen, weil wir irgendwie nach Hause kommen müssen. Ich glaube, Monsieur Fogg langsam verschuldet wird. Und dann kommen wir in New Orleans an. Das Erste, was ich hier mache, ist zum Markt gehen. Und unsere Smith & Wesson zu verkaufen. Ein Trombone. 2400 in New York. Krass. Chicago, Houston, Atlanta. Atlanta. Das klingt gut. Kaufe ich ein. Moment, da muss ich erst etwas umorganisieren. Ich glaube, das Trombone brauche ich nicht unbedingt. Wenn wir nach New York kommen, natürlich, dann wäre es sehr lohnenswert. Darjeeling Tea. Möchte ich? Kalte Kompressen? Ja. Ach, was soll's. Ich habe noch keine Route. Ich kauf's mal. Vielleicht müssen wir über New York. Ich glaube, ansonsten können wir zumindest das. Ach, guck mal, wir können nach Miami. Nee, wir können nicht nach Miami. Dann ist das. Das ist dann der Grund, warum das beim letzten Mal auch nicht funktioniert hat. Wir haben eine Route in die Gegenrichtung. Genau. Ich denke, das ist der Grund. So, wir können hier nach Donnerstag. No charge, tomorrow. Klingt gut. Mache ich. Und dann möchte. Ach, da kommen wir natürlich nicht durch Atlanta. Ich. Nope. Ach, egal, was soll's. Gut, dann nehme ich mir ein Hotel. Und wenn ihr andere Pläne habt, als nach New York zu fahren, dann könnt ihr mich immer noch stoppen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann schaue ich, ob ich eine andere Route nehmen kann. Schien ja jetzt wirklich so, als könnte man nicht nach Miami. Aber vielleicht habt ihr einen tollen Plan oder irgendwas, was mich hier zumindest noch in einigermaßen akzeptabler Zeit nach London zurückbringt. Ich hoffe einfach mal, dass in New York irgendein Schiff fährt. Das war es auf jeden Fall mit der Folge. Wir haben es leider nicht geschafft in 80 Tagen. Es ist auch hart. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und wir werden jetzt auf jeden Fall noch nach London zurückfahren. Und wenn wir das geschafft haben, überlegen wir uns mal, ob wir noch ein zweites Mal das Ganze versuchen und diesmal deutlich schneller. Na gut, alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.